Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe auf der Filmbörse Neuss das neue Midnight Meat Train Mediabook gekauft. Für 40 Euro, wie hier drauf steht. Und den Film wollte ich ja schon länger was in meiner Sammlung haben, weil ich hatte den einmal gesehen und fand den wirklich sehr, sehr gut. Und dann kam von XT Video jetzt vor kurzer Zeit dieses schöne wattierte Mediabook raus. Und das möchte ich dann heute mit euch auspacken. Ja. Dann schneide ich das ganze Ding schon mal auf. Natürlich vorsichtig, dass hier nichts beschädigt wird. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Mediabook auch von innen sehr schön gestaltet ist. Ich weiß nämlich noch nicht, wie das aussieht. Ich habe auch noch nicht viele Unboxings gesehen auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele gibt. Aber ja. Heute mache ich auf jeden Fall eins. Dann gibt es auf jeden Fall eins. Ja, gucken wir uns erstmal das Mediabook von oben an. Da haben wir hier natürlich den Zug komplett mit den, wie heißen die Dinger eigentlich? Die Dinger zum Festhalten. Auf jeden Fall sind diese Leichen an diesen Griffen, sage ich jetzt einfach mal, von den Zügen, von dem Zug befestigt und kopfüber aufgehangen. Ja, dann haben wir hier Vinnie Jones. Ja, und dann haben wir hier auch noch das ganze Blut von den Leichen natürlich auf dem Mediabook drauf. Also auf dem Boden des Zuges. Und dann haben wir hier diesen Schriftzug geprägt. Oder schön eingestanzt, sage ich mal, nicht geprägt. Sehr hochwertig gemacht. Das sieht halt auch wirklich sehr, sehr schön aus, wenn ich mir das Cover hier so ohne Folie angucke. Dann haben wir hier natürlich noch XT Video, 2 Disc Limited Edition und das Blu-ray Disc Logo. Dann haben wir hier den Spine. Nochmal mit dem XT Video, Midnight Meat Train Schriftzug und dem Blu-ray Logo. Und hier ist die Rückseite. Ich habe die Nummer 394 von 500. Und dann haben wir hier noch ein paar Szenenbilder. Spielt ja auch Bradley Cooper mit in dem Film. Und hier ist dann der Text, worum es überhaupt geht. Falls ihr das noch nicht wisst, könnt ihr euch den gerne durchlesen. Ja, und die Länge des Films beträgt 103 Minuten auf Blu-ray. Und ist natürlich mit deutschem Ton und allem Audiokommentar in den Extras und Bildergalerien. Genau. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein. Okay, da haben wir auf jeden Fall hier die Unrated Director's Cut Blu-ray von NSM. Mach ich mal eben raus. Wollen Sie hier nochmal angucken. Ist relativ schlicht gehalten, aber das ist ja auch ein Mediabook-Cover, meine ich. Dann haben wir hier hinten noch den Innenprint mit Vinnie Jones, der dort sitzt. Das ganze Mediabook ist eingenäht. Sehr schön auf jeden Fall. Und dann haben wir hier die DVD mit einem anderen Logo. Und zwar mit diesem Standard-Design von Midnight Meat Train, wie man den Film ja eigentlich auch kennt. Und dann haben wir hier, glaube ich, war das ein durchgehendes Design? Ich meine ja. Im Hintergrund natürlich nochmal den Zug. Ja, und dann haben wir das Booklet hier erstmal rot gehalten. Farblich nicht ganz so passend, aber dennoch in Ordnung, würde ich sagen. Mit ein paar Bildern, bisschen Text. Haben wir hier die hängenden Leichen und die Hauptdarstellerin. Sehr viel Text. Freut mich auf jeden Fall. Aber Bilder fehlen auch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Haben wir immer hier Text und hier oben ein Bild auf den meisten Seiten. Hier zum Beispiel haben wir jetzt komplett Text. Freue ich mich schon auf jeden Fall durchzulesen, weil von diesem Film halte ich auf jeden Fall sehr viel.
Der Text ist von Nando Rona, wie hier steht. Der schreibt ja auch immer ziemlich gute Texte, wie ich finde. Also sind immer sehr informativ. Und dann haben wir hier von Clive Barker sogar noch die Filmografie. Clive Barker ist ja unter anderem auch für Hellraiser zuständig, den er 1987 gemacht hat. Das gleiche auch noch von Ryuhei Kitamura, den ich ja auch ziemlich gut finde. Ich mag ja No One Lives, hat er ja gemacht. Ich mag aber auch Downrange, finde ich auch nicht so schlecht. Sonst habe ich, glaube ich, noch nichts von ihm gesehen, aber die drei Filme habe ich auf jeden Fall schon gesehen mit diesem hier. Und dann haben wir hier Bradley Cooper, den man natürlich auch aus Hangover kennt, der da die erste Hauptrolle spielt. So, dann haben wir noch weitere Darsteller, die mir bisher aber noch nichts sagen, außer hier natürlich Vinnie Jones. Genau. Den kenne ich ja natürlich auch aus Die Todeskandidaten. Den Film finde ich auch eigentlich ziemlich gut. Und wo kennt man ihn noch her? Kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Ich glaube, ich kenne ihn nur aus Todeskandidaten. Aber vielleicht kenne ich ihn nur noch aus einigen Nebenrollen. Ja, und dann haben wir noch ein Bild vom Cast. Sehr schön, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch das andere Mediabook-Cover. Ich glaube, das ist aus der NSM-Variante, ne? Ja, also finde ich ein sehr gelungenes Mediabook. Den Film kenne ich ja sowieso schon und finde ich sehr gut, hatte ich ja schon erwähnt. Ja, auf jeden Fall sehr gelungen, wie ich finde. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das kleine Unboxing gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!